es war einfach zu viel. Ich hatte das Gefühl, du hast die Kraft nicht, du schaffst das nicht. Ich wäre einfach aus der Tür gerannt und wäre nie wiedergekommen. Ich saß auf der Fahrt nach Hause und habe mir förmlich den Baum ausgesucht, schon gedanklich, den ich ansteuern werde. Zum Glück hat das Engelchen die Stimme laut genug gehabt, sonst würde ich heute hier nicht mehr sitzen. Anfühlen tut sich das sowieso alles wie eine Art Niederlage, weil wir unsere Familie sich neu erfinden muss oder neu aufstellen muss. Und ich stehe daneben und denke, fuck, wie soll denn das gehen? Mir ist die Puste ausgegangen. Ich fühle mich unglücklich da im Leben. Ich habe das Gefühl, dass es zumindest für mich besser ist, wenn wir uns weniger sehen, wir uns weniger streiten. Und das ist sozusagen der Impuls. Also ob ich damit egoistisch bin und meinen Kindern was antue oder so, das kann ich gerade nicht beurteilen. Ich hoffe nicht. Neustadt am Rübenberge bei Hannover. Hier wohnt Danielo mit seiner Frau Julia und den Kindern Arvid und Enya. Es ist Wochenende. Im Moment ist kein Kind krank, keine Kita, keine Arbeit stehen auf dem Programm. Und das wird gefeiert. Früher gehörte diese Leichtigkeit wie selbstverständlich zum Leben der Eltern. Doch mit der Geburt ihres ersten Kindes Arvid änderte sich das schlagartig. Wir mussten die Unbeschwertheit von jetzt auf gleich weglassen oder auch, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das war so ein extrem Hallo-Wach. So, hey, das Leben hat auch eine ganz andere Seite, die halt echt nicht so schön ist und da müsst ihr jetzt mit klarkommen. Und das habe ich am Anfang gar nicht realisieren wollen. Arvid erlitt bei der Geburt einen Sauerstoffmangel. Dadurch hat sein Gehirn Schaden genommen und er ist motorisch stark eingeschränkt. Ha, du hast doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen hier. Ist gut. Fester Bestandteil im Alltag ist die Sauerstofftherapie. Die Eltern hoffen, dass dadurch Gehirnfunktionen wiederhergestellt werden. Für den 5-Jährigen ist die Therapie sehr kräftezehrend. 7 Minuten noch, Arvid. Ja, natürlich möchte man als Vater sein Kind nicht leiden sehen und dann möchte man die Maske am liebsten abreißen und ihn auf den Arm nehmen und ihn trösten. Aber Arvid weiß auch selber, dass es ihm gut tut. Normalerweise krampft er durch die Zerebralparese und jetzt hat er die Hände richtig schön offen. Wir nehmen natürlich jeden Strohhalm, den wir zu greifen kriegen, wo wir ein paar Prozent rauskitzeln können, um eine Verbesserung hervorzurufen, ne? Arvid, nur noch 35 Sekunden. Wir können schon gleich mitzählen. Ja. Und? Das war's. Fertig. Hey. Super. Das hast du toll gemacht. Oh ja, einmal tief durchatmen, ne? Ups. Neuigkeiten aus der Schule. Wusstest du das? Hast du die Fotos schon gesehen? Von Fasching nicht. Okay, wir gucken mal zusammen. Aber das ist doch von gestern und nicht von... Ja, ich weiß nicht, ob die heute Fotos... Heute gab es keine Fotos. Berlin. Falco genießt die letzten Momente mit seinen Töchtern Rosa und Greta, bevor er für 2 Wochen auf Tour geht. Bettina managt den Familienalltag, während Falco als selbstständiger Veranstaltungs- und Tonmeister unterwegs ist. Jede Minute nutzt sie zum Organisieren. Heute kommt sie ja mit Romy vom Tanzen. Na doch, ich fahre ja eh bei uns vorbei. Ich fahre dann direkt zum S-Bahnhof. Der Sonnenhof ist ja eh im Kalender eingetragen und die Sommerferien auch. Und den Kuraufenthalt trage ich gleich ein. Bis später. Tschüss. Manchmal beneide ich Falco. Wenn der zum Beispiel einen freien Tag hat, dann schläft der lange. Wenn ich einen freien Tag habe, dann mache ich morgens die Kinder fertig. Aber dann denke ich sofort, okay, was kann ich jetzt alles erledigen? Und Falco ist ja auch viel nicht da. Da muss der sich nur auf eine Sache konzentrieren, nämlich auf seine Arbeit. Und darum beneide ich ihn öfter mal, ja. Das ist der Bus, in dem ich die nächsten 14 Tage wohnen werde. Heute ist der 26. Erster. Wir sind in Schwedt. Gut.
Heute Morgen habe ich mich aus der Bude geschlichen und jetzt heißt es, an der Arbeit bleiben. Und um die Treppen? Während Touren bin ich immer ganz schön erschöpft. Die Tage sind lang, starten zwischen 8 und 9 und enden nachts um 11:30 bis 2. Du. Bettina arbeitet 3 Tage die Woche in einem Verein. Früher war sie in der Verwaltung eines Berliner Theaters tätig und liebte ihren Beruf. Doch mit der Pflege ihrer schwerbehinderten Tochter Rosa ließ sich das nicht vereinbaren. Na, mein Chef? Hallo. Bettina möchte ihren beiden Töchtern gerecht werden. Gemeinsam mit Rosa holt sie die jüngere Greta heute vom Ballettunterricht ab. Rosa ist immer und überall dabei. So, komm, dann setz mal deinen Rucksack auf. Manchmal tun mir richtig so die Unterarme vor allem weh. Also da merke ich, steckt ganz viel Anstrengung und auch Anspannung. Und manchmal, genau, krampfen die fast so wie. Und dann habe ich so das Gefühl, ich kann das alles nicht mehr tragen. Es tut mir total weh. Und das sind dann so Momente, wo ich denke, eigentlich ist es mir zu anstrengend und so. Genau. So, aua. Ja, alles gut, Schätzchen. Hey. Oh, Vorsicht. Entschuldigung, Greta. Das Schwierige an einem Kind mit einer schweren Mehrfachbehinderung für die ganze Familie ist eigentlich, dass das so viel Raum einnimmt. Also, dass einfach wenig Raum für viele andere Bedürfnisse bleibt. Und diese andauernde Belastung macht mich einfach auch nicht zu einem liebenswerten Menschen. Ich bin so gereizt, weil ich das Gefühl habe, ich kann nichts mehr aufnehmen. Also, und das ist eine Paarbeziehung und auch dem Familienwohl nicht zuträglich. Und die Kraft reicht überhaupt nicht mehr. Wir sind beide völlig überlastet. Die Aufgaben stapeln sich und wir wissen nicht, wo Erholung herkommen soll. Oder Atempausen. So. Das Paar streitet sich viel. Noch lebt die Familie zusammen. Aber Bettina hat sich vor wenigen Wochen von Falco getrennt. Die Kinder Rosa und Greta wissen davon noch nichts. So. Jetzt klingelt's hier. Yay, da ist der Papa. Hallo. Hallo, Papa. Hallo, Greta. Erzähl mal, was hast du heute gemacht an deinem freien Tag? Ich? Du bist der Einzige, der einen freien Tag hatte. Ach so, das stimmt. Also, ich habe ganz schön wenig gemacht. Am Computer habe ich gesessen und sonst passierte nichts weiter. Außer im Bett rumliegen, auf dem Handy rumtippen und lesen. Na klar, manchmal benutze ich auch mein Handy. Rosi, li. Ach, Rosinchen, wie war deine Schule? Rosa ist heute Fahrrad gefahren in der Schule, das war wohl gut. Und sonst, lass uns mal Schluss machen. Es ist schon 7:30. Ich vermisse euch, Babys. Tschüss, macht gut. Tschüss, bis morgen. Tschüss, macht gut. So, auflegen. Neustadt am Rübenberge. Auch in dieser Familie ist es die Mutter, die nach der Geburt des pflegebedürftigen Kindes ihren Beruf nicht mehr so ausüben kann wie vorher. Wollen wir jetzt mal was zusammen essen? Ja. Möchtest du ein Pudding essen? Ja. Okay. Dann gehen wir jetzt zusammen ins Wohnzimmer. Okay. Julia ist für die Kinder da, organisiert den Haushalt und kümmert sich um Arvids Therapien, während ihr Mann als Zivilangestellter bei der Bundeswehr arbeitet.
Er ist derjenige, der das Brot hier verdient. Ich muss hier zu Hause alles aufrechterhalten. Meine Familie ist ein 24-Stunden-7-Tage-die-Woche-Job. Ich habe mal zu ihm gesagt gehabt, wo wir uns halt heftigst gestritten haben. Ich würde am liebsten 8 Stunden arbeiten gehen. Du kannst gerne zu Hause bleiben. Weil dann hätte ich einfach mal die 8 Stunden für mich und könnte einfach meine Arbeit verrichten und gut ist. Hi. Moin. Moin. Vor der Geburt von Arvid war Julia als mobile Friseurmeisterin selbstständig. Einen Tag in der Woche eist sie sich von ihrer Pflegetätigkeit los und arbeitet in ihrem alten Beruf. Freundin Agnes kennt Julia schon seit fast 20 Jahren und kann beschreiben, wie sie sich verändert hat. Ja, Julia, durch ihre Selbstständigkeit damals als Friseurmeisterin, natürlich viel unterwegs, super sportliche Dame. Ohne Sport und Arbeit ging ja gar nichts halt. Das war ja so der Lebensmittelpunkt irgendwie. Ja. Und als dann Arvid kam, das waren ja Welten. Also es war. Ja, da ist eigentlich eine Welt zusammengebrochen in dem Moment. Seit Arvids Geburt hatte Julia kaum einen freien Tag. Nun plant sie mit ihrer Freundin Agnes den ersten Urlaub seit Jahren ohne Familie. Yoga, Wandern, Schwimmen und Entspannen stehen auf dem Programm. Puh. Was bedeutet der für mich? Oh Gott, jetzt werde ich schon emotional. Ja. Alles, ne? Julia lernt Danielo vor 9 Jahren beim Ausgehen kennen. Ihre Lebensfreude verbindet die beiden sofort. Das beste Bild beschreibt es Bonnie und Clyde. Wir waren für jeden Spaß zu haben. Streit gab es für uns nie. Wir haben uns nie gestritten. Das war bis die Kinder da waren, war das für uns ein Fremdthema. Es war, ich sag mal, man mag es eigentlich gar nicht sagen, aber es war echt so eine Friede, Freude, Eierkuchen-Geschichte, weil es war einfach harmonisch. Es hat alles gepasst. Ja. Nach 4 Jahren Beziehung freuen sich die beiden riesig, als Julia schwanger wird. Arvid befindet sich in Steißlage, als die Wehen losgehen. Die Geburt war einwandfrei, die Werte waren tipptopp gewesen von Arvid und dann bis zur vorletzten Wehe, da war Arvid bis zum Brustbereich ungefähr raus, waren die Herztöne auf einmal verschwunden und da hat man dann festgestellt, dass die Nabelschnur sich um den Hals gewickelt hatte und dann hat sie halt Arvid rausgezogen, die Hebamme hat halt auf meinen Bauch gedrückt. Ich gucke so zwischen meine Beine hoch. Sie hat dieses Kind mit dem Bauch so liegen, auf der Hand. Alles, arme Beine hängen runter. Er war so dunkelblau-lila, wickelte die Nabelschnur so runter. Und ich schrie nur, ich will mein Kind haben. Ich will mein Kind. Und sie sagte, nein, jetzt nicht. Und rannte raus. Wir waren überfordert mit allem. Wir hatten keinen Beistand gehabt, keiner, der uns geholfen hat. Wir standen komplett mit allem alleine da. Und das war vom Stressfaktor einfach zu viel alles auf einmal. Und die Psyche, die hat da nicht mitgespielt. Und dadurch haben wir uns gegenseitig aufgefressen. Statt uns gegenseitig Mut zuzusprechen, haben wir uns aufgefressen. So wie so ein Hund, der in der Ecke gedrängt wurde, haben wir mit den Zähnen gefletscht und sind aufeinander losgegangen. Bettina und Falco hatten mehr Zeit, sich auf die Behinderung von Rosa einzustellen. Schon in der Schwangerschaft erfahren sie, dass ihr Kind mit einem Herzfehler zur Welt kommen wird und voraussichtlich einen genetischen Defekt hat. Nach der Geburt keimt die Hoffnung auf, dass der Gendefekt keine schwerwiegenden Beeinträchtigungen mit sich bringt.
Sie fördern ihre Tochter so gut es geht. Doch mit der Zeit muss das Paar einsehen, dass Rosa geistig und motorisch stark eingeschränkt bleiben wird. Ich würde sagen, wir sind unterschiedlich mit umgegangen. Inwiefern? Also ich habe versucht, das Bedrückende, das Schwere rauszunehmen. Und ich hatte das Gefühl, für dich blieb das sehr schwer. Ja, aber es hatte für mich auch so Aspekte wie, dass ich den Alltag einfach total beschwerlich fand mit Rosa. Also zum einen dieses Füttern und dann auch, dass die sich eigentlich, also dass sie sich über wenig mit sich selber beschäftigen konnte. Ich habe da eigentlich auch ganz viel immer noch ein schlechtes Gewissen so, weil ich denke, ich müsste vielleicht eigentlich mehr machen oder jetzt stelle ich die schon wieder irgendwo ab. Und von diesem Anspruch habe ich oft losgelassen. Ich muss nur Papa sein. Warum muss ich? Ey, dafür habe ich ja die Schule, dafür habe ich Therapeuten, dafür habe ich eine gewisse Aufmerksamkeit. Aber nein, wir können natürlich, wir müssen auch. Das liegt einfach alles an mir. Und dann zu sagen, ich habe von dem Anspruch losgelassen, ich bin einfach nur Papa, ist halt auch so ein bisschen die bequemere Rolle, ne? Na, ich glaube, dass es auch von dir abverlangt hätte, mehr Abstand herzustellen. Und den warst du nicht bereit herzustellen. Und bestimmte Sachen laufen an dir zusammen und du hättest auch die Entscheidung, es anders zu tun. Ja, aber ist das man immer setzt fein raus, immer zwei Jahre. So macht. Ja, das ist so. Wie gesagt, das stimmt sicher, dass ich weit. Klar habe ich die Kontrolle. Ja, und an vielen Stellen gebe ich sie auch nicht ab, weil ich keinen Bock habe, dass die Dinge schief laufen. Genau, weil sie müssen ja schief laufen, wenn du sie abgibst. Das ist genau der Punkt. Das habe ich so nicht gesagt. Nee, aber das ist meine Ausdeutung dessen. Trotz der vielen Auseinandersetzungen hat Falco lange an der Beziehung zu Bettina festgehalten. Er träumt von einem unkonventionellen, bunteren Leben und würde gern ein Wohnprojekt mit anderen Menschen aufbauen. Bettina kann mit seinen Ideen manchmal nicht viel anfangen. Was hat dir am meisten gefehlt so in den letzten Jahren in eurer Beziehung? Ah. Wertschätzung? Also ist Wertschätzung meine Interesse. Interesse hätte Interesse an dem, was ich mache oder wie ich durchs Leben schreite, dass ich das dann da irgendwie spürt, dass jemand sich dafür interessiert. Ja? Das wäre schon gut. Sexualität, Nähe spielen durchaus auch eine Rolle. Go! Runter! Im jahrelangen Kampfsporttraining hat Danielo gelernt, nicht so schnell aufzugeben. Auch nicht in der schwierigen Situation mit seinem Sohn. Immer wieder muss Arvid ins Krankenhaus. Es gibt den Verdacht auf epileptische Anfälle. Die Zukunft, wie Danielo und seine Frau sie sich einmal ausgemalt haben, gibt es nicht mehr. Man hat ständig diese Angst, was ist jetzt? Es konnte keiner uns Antworten liefern. Was ist mit unserem Sohn? Die Ungewissheit, die hat uns eigentlich kaputt gemacht. Nicht wir haben uns kaputt gemacht, sondern die Ungewissheit. Auch beruflich wirken sich die Sorgen um seinen Sohn aus. Vor Arvids Geburt ist Danielo als selbstständiger Vertreter für ein amerikanisches Unternehmen tätig. Doch nach der Geburt bleibt der Erfolg aus. Die Einnahmen gehen immer mehr zurück. Zudem übernimmt die private Krankenkasse nur einen Teil von Arvids Behandlungskosten. Das war so auch der Punkt, wo mein Ego gebrochen wurde. Weil ich war der Schlipsträger, ich war der Anzugträger, der anderen Leute mitgerissen hat durch Positivität, durch Energie. Und als Mann ist es natürlich extrem schwierig, auch zuzugeben, dass man versagt hat in den Plänen, die man hatte, und sich Hilfe holen muss, um alles zu bezahlen. Und da waren dann halt
Leute gewesen, von denen ich mir Geld geliehen habe. Und irgendwann war dann ein Schuldenberg da gewesen, wo wir gesagt haben, ey, das können wir gar nicht mehr zurückzahlen. Wir haben das Günstigste vom Günstigsten gegessen, um alle Rechnungen zu zahlen, die für Arbeit aufgekommen sind. Ich saß auf der Fahrt nach Hause, das Lenkrad fest in den Händen und habe mir förmlich den Baum ausgesucht, schon gedanklich, den ich ansteuern werde. Und Teufelchen hat gesagt, so, tu's doch. Und das Engelchen war aber stärker von der Stimme gewesen und hat gesagt, ey, das kannst du nicht bringen. Ne? Du hast eine Lebensgefährtin zu Hause, die dich braucht, die auch psychisch extrem damit zu tun hat. Zum Glück hat das Engelchen die Stimme laut genug gehabt, sonst würde ich heute hier nicht mehr sitzen und diese wunderschönen Momente miterleben mit Arbeit. Falco und Bettina überlegen lange, wie sie ihren so ungleichen Töchtern eröffnen, dass sie sich trennen. Schließlich erzählen sie es ihnen einzeln. Rosa reagiert kaum auf die Neuigkeit. Aber Falco entdeckt, dass ihm die Gespräche mit ihr gut tun. Aber vielleicht auch gerade dieses relativ neutrale Verhalten von Rosa, ja? Dass er so einfach so wie so ein Psychotherapeut, der sagt, na, reden Sie doch mal weiter. Sprechen Sie doch einfach drüber, dass diese fast schon unbeteiligte Rolle die Gedanken oft so ein bisschen fließen ließ und auch meine Wut sich abbauen konnte, meine Trauer. Papa hat mir das eines Nachmittags gesagt, als ich von der Schule abgeholt wurde. Und ich hätte es gern zusammen gemacht, aber es war für mich okay, dass das für ihn so besser ging. Dann merkte man sofort, dass für Greta so richtig so kleine Alarmknöpfchen gedrückt wurden, die veränderte sich die Rezeption sofort und die hat verstanden, dass da jetzt gerade was Schwieriges kommt. Dass sie sich sehr viel streiten. Aber dass sie sich gleich trennen wollen, war eine ziemliche Überraschung. Dann hat sie bitterlich geweint und viel gefragt, warum und so. Und dann hat Greta auch ganz schnell selber bestimmt, dass sie erstmal darüber nicht weitersprechen möchte. Das war zum ersten Mal seit langem, dass ich wirklich geweint habe. Also nicht mit Greta im Bett, aber danach. Weil es einfach traurig ist und weil es wehtut und weil ich das nie wollte für meine Kinder und weil ich ihnen gern den Schmerz ersparen würde und auch abnehmen würde und das nicht kann. Zwischen Greta und ihrer Schwester Rosa liegen 3 Jahre. Die 7-jährige Greta wächst wie selbstverständlich damit auf, dass sie im Alltag manchmal zurückstecken muss, bis ihre große Schwester Rosa versorgt ist. Sie kennt es nicht anders. Für sie könnte die Trennung vielleicht auch mehr Zeit mit ihren Eltern bedeuten. Aber Mama, ist manchmal auch das eine Kind bei dem einen und das andere bei dem anderen? Bisher haben wir das noch nicht so überlegt, aber wenn ihr das wollt oder wenn du dir das wünschst, dann können wir das auch mal so machen. Ich würde auch gern mal dich ganz alleine haben. Mm. Naja, manchmal habe ich dieses Gefühl, Mama kümmert sich mehr um Rosa. Außer wenn sie nicht da ist, Rosa. Und mal irgendwie mit Papa woanders ist, zum Beispiel im Krankenhaus. Dann habe ich Mama immer so ganz allein für mich. Mamas alleine haben ist immer sehr schön, finde ich. Als es bei Julia und Danielo immer mehr kriselt, sucht sich das Paar Hilfe bei einer Familienberatungsstelle. Hey Julia, schön dich zu sehen. Wie geht es dir? Gut. Inzwischen begleitet Jeanette Breyer vom Diakonieverband Hannover Land das Paar schon seit mehreren Jahren und kennt die beiden sehr gut. Was hast du denn da für ein tolles Ding? Ja, das wollte ich. Wie geht's euch wirklich? Wir kennen uns ganz lange und wenn du mir sagst, dir geht es richtig gut, dann höre ich das. Und trotzdem frage ich nochmal, wie geht es euch wirklich?
Das war ja Ende letztes Jahr auf der Reha, wo ich beschlossen habe, ich mache das nicht mehr alleine. Wir besprechen das, wir gucken, wie wir das hinkriegen, dass wir uns das aufteilen können, sodass ich auch mal zu Hause bleiben kann mit Enya und kann mal meine Tochter kennenlernen. Ja. Weil. Ja. Ihr habt zwei Kinder, ne? Mhm. Mhm. Ja, ich aber bin halt immer nur, ich bin Arvid, ne? Und er ist halt Enya. Mhm. Und da habe ich auch so Angst vor, dass sie das Gefühl kriegt, dass wir, weil sie sieht ja nur immer, dass wir Arvid auf dem Schoß haben, ihm die Milchflasche geben und zu ihr sagen wir, du, da ist doch die Milch, nimm sie dir doch, du kannst es, ne? Sie versteht es aber nicht, ne? Ja, ich muss das selber machen. Richtig, richtig. Warum muss ich es selber machen und Arvid kriegt das alles serviert von euch, ne? Die Familie fängt an, ihren Alltag neu zu sortieren. Immer öfter macht nun Danielo alleine etwas mit seinem Sohn. Auch zur Reha begleitet er ihn. Du Räuber, ich spiele nie wieder mit dir. Wollen wir Fußball gucken? Ja. Der 5-jährige Arvid kann selbst nicht sprechen. Er kommuniziert mit einem Sprachcomputer, einem sogenannten Talker, den er mit den Augen steuert. Zurück. Tor! Ganz schnell, du musst Tor rufen. Tor. Ja, Tor! Boah, ich glaube, der Schiri, der hat da was Falsches gepfiffen. Ist der Schiri mit? Richtig. Und? Was mit Bayern? Oh. Sieht den Bayern die Lederhosen aus. Genau so ist das. Aufgestiegen! Auf geht's! Wo möchtest du jetzt spielen? In dem Haus? Okay, dann düsen wir dahin. Regelmäßig kommt nun zusätzlich eine Mitarbeiterin der Lebenshilfe und nimmt ihnen Arvid für ein paar Stunden ab. Die Eltern können sich in der freien Zeit ganz auf ihre Tochter Enya konzentrieren. Oder auch einfach mal etwas für sich machen. Das wird mir jetzt mal langsam bewusst. Ich sage, okay, hey, dann bleibt die Wäsche jetzt erstmal liegen und du machst jetzt mal was für dich. Weil ich merke, wenn ich nicht was für mich tue, werde ich nicht lange für mein Kind da sein können. Und ich muss und will lange für mein Kind sorgen. Und ich möchte gesund dabei sein. Für Falco und Bettina wird die Trennung jetzt konkret. Ausziehen muss erstmal kein Elternteil, denn es gibt eine andere Lösung. Als Übergangslösung werden wir diese Wohnung ja noch behalten. Aber wir werden die Wohnung so auftrennen, dass sie eben für sich alleine funktionieren. Du kriegst eine Küche und ich krieg ein kleines Bad. So. Aber Fakt ist, hier wird eine eigenständige Wohnung draus, genauso wie deine Wohnung ja auch. Genau. Alleine funktioniert dann. Ja. Ich finde das ja ganz schön klein für so eine Dusche. Also wenn ich mir vorstelle, dass hier eine Duschkabine reinkommt und dann geht die Wand irgendwie bis hier und hier wäre noch eine Tür. Das ist eine riesige Dusche. Ja, die Dusche an sich ja, aber wenn du dich davor noch bewegen können willst. Warum sollte man sich in der Dusche vor der Dusche noch bewegen können? Okay, auf also das Gespräch habe ich keine Lust, nicht in dem Stil. Ja, ich verstehe, dass du findest, dass die Dusche riesig ist und ich finde, dass es eng ist, aber so ist es. Genau. Wollen wir rübergehen? Ja. Genau, Bad bleibt. Genau, das Bad bleibt, wie es ist. Hier würde eine Küchenzeile rankommen. Und hier ein Esstisch, vielleicht sogar ein kleinerer als jetzt drüben. Und Rosas Stuhl natürlich. Also mir macht das eine riesige Angst, wenn Falco jetzt sagen würde, okay, wenn du jetzt nicht mehr willst, dann gehe ich ganz. Und dann kannst du
kannst du die Kinder auch alleine weitermachen, das würde ich nicht schaffen. Also insofern, ja, gibt es da auf jeden Fall eine gegenseitige Abhängigkeit über die Paarbeziehung hinaus. Und ich würde auch sagen, wir trennen uns nicht wegen Rosa, sondern trotz Rosa. Also natürlich hat uns Rosa viel mehr zusammengeschweißt als ein anderes Kind vielleicht. Ich habe es immer so empfunden, dass wir ganz lange den Willen hatten, das zu schaffen, Rosa ein gutes Leben zu bereiten, trotz aller Widrigkeiten. Falco und Bettina hoffen, dass die Kinder ihre Trennung einfacher verkraften, wenn sie noch nah beieinander wohnen. Heute dürfen Greta und Rosa zum ersten Mal auf der Wohnungsseite ihres Papas übernachten. Ja, ihr freut euch, ja? Oder zumindest Rosa. Also ich finde, wir müssen hier auch wieder ein paar Bilder aufhängen, sonst sieht mir das zu kahl aus. Na gut, dann mache ich hier meine Bilderwand unter. Dann kannst du vielleicht ein paar neue Bilder malen. Vielleicht die Bilder hatten wir schon ewig. Vielleicht auch mal mit zum Beispiel kann Rosa mal mit Fingerfarben so einen Abdruck machen oder so. Ich kann ja auch einfach Umzugsbilder malen. Chaosbilder. Chaos? Fandest du das so chaotisch? Ein bisschen. Aber ich bin froh, dass wir jetzt schon mal so ein bisschen oben zum Beispiel die Quietsche-Ente da oben. Ich würde die Ente nicht so wichtig finden. Wenn du ein Umzugsbild malen willst, meinetwegen. Paaren mit behinderten Kindern bleibt oft sehr wenig Raum für sich. So war es auch im Alltag von Bettina und Falco. Das ist genau was, was wir nicht geschafft haben zu pflegen. Also auch mal zu sagen, so auch war das anstrengend. Oder wir müssen jetzt nichts mehr machen, aber wir sind ja für uns da. Das ist eben schade, dass sich das ausgeschlichen hat. Ist uns das einfach nur passiert? Ist das was, was man vielleicht auch nur beschränkt liebesfähig ist? Sagt, okay, ich kann da keine Kompromisse machen. Ich muss auf mich selber aufpassen. Ich habe nur noch Platz für meine Tochter oder so. Irgendwo ist die Liebe auf alle Fälle auf der Strecke geblieben. Weil Liebe würde schon vieles möglich machen. Ich weiß nicht, ob Liebe über alles hinweg rettet, wenn sozusagen der Alltag da immer dazwischen schlägt. Und das ist bei mir jetzt aber auch nicht die Aussicht auf, jetzt kommt der Traumprinz angeritten und jetzt werde ich dann eine beglückende Beziehung haben. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder irgendeine Beziehung haben werde. Dafür habe ich ja gar keinen Platz. Und warum sollte jemand sich mich aussuchen mit so einer Belastung am Hals? Also, das ist auch nicht relevant gerade. Das steht überhaupt nicht im Vordergrund. Und vielleicht gibt es da ja auch noch mal irgendwas. Aber darum geht es gerade gar nicht. Um Arvid zu helfen, suchen seine Eltern auch nach Therapien, die nicht von der Krankenkasse bezahlt werden. Das Paar entschließt sich, dafür öffentlich um Unterstützung zu bitten und richtet die Facebook-Seite Arvids Weg ein. Viele Menschen reagieren, wie die Künstlerin Erika Gottschlich, die mit Arvid zusammen kleine Kunstwerke gestaltet. Die werden versteigert, das ist richtig. Ja, genau. Und zwar kommen die dann auf sein Spendenkonto. Er hat ja ein Spendenkonto. Und da kommt dann zu 100% das, was das Bild dann ergibt, kommt dann auf sein Konto und kommt ihm zugute. Und das ist das, was ich möchte. Wow, Wahnsinn, ne? Julia und Danielo fühlen sich mit ihrem Schicksal nicht mehr alleine gelassen. Das motiviert sie, weitere Veränderungen anzugehen. Danielo sucht sich eine Festanstellung. Der Schuldenberg schrumpft. Die Familie atmet langsam wieder auf. Wenn so viele Menschen zusammenkommen und sagen, hey, wir wissen, dass es jetzt gerade echt eine krasse Situation für euch ist, aber wir können euch helfen. Ihr seid nicht alleine. Ihr müsst das nicht alleine machen. Und dann diese Momente halt Revue passieren zu lassen, wenn man gerade mal wieder in so ein Loch reinrutscht, das gibt einem dann halt einfach wieder Aufschwung, zu sagen, mach weiter, mach weiter.
Also wir bauen im Prinzip immer ein Haus auf sandigem Boden. Ne? Das Fundament kann nie großartig geschaffen werden, dass man ein stabiles Haus drauf bauen kann. Das ist, beschreibt die Situation eigentlich sehr, sehr genau. Es kann immer wieder was passieren, es kann immer wieder Rückschläge geben. Das, was wir jetzt haben, so weit wie wir jetzt sind, hätte uns das einer angesagt, den hätte ich hochkantig rausgeschmissen und als Lügner bezeichnet. Deswegen blicke ich zurück, dass wir immer wieder uns gegenseitig aufgebaut haben, statt uns weiter zu zerfleischen. Und dafür bin ich Julia auch unheimlich dankbar. Und das haben wir auch gekrönt mit den Ringen an den Fingern, dass wir gesagt haben, entweder trennen wir uns oder wir heiraten. 9 Monate später in Berlin. Für die mittlerweile 11-jährige Rosa steht eine wichtige Untersuchung an. Dankeschön. Wenn Sie jetzt nochmal hier gucken, da. Ja. Die Wirbelsäule geht ja eher ganz leicht nach links. Ja. Wenn ich nach rechts gehe, komme ich nicht weit rüber. Mhm. Wenn ich nach links gehe, kann ich sie doch so ein Stück weiter. Also ich glaube, das ist immer weiterhin dick im grünen Bereich. Und es wäre toll, wenn wir die Symmetrie erhalten. Gerade ist Papazeit. 10 Tage im Monat ist Falco für die Kinder zuständig. Fallen Arztbesuche oder Krankheiten in diesen Zeitraum, muss er sich alleine darum kümmern. Das ist neu für den selbstständigen Veranstaltungs- und Tonmeister. Ich bin ja zeitlich unflexibler, weil ich sehen möchte, dass meine Kinder möglichst wenig fremdbetreut werden müssen. Natürlich, ja. Das ist eine Herausforderung. Ich bin schon ein bisschen mehr mit meinem Kalender beschäftigt jetzt. Ja. Hallo! Los, komm her. Ey! Zack. Wenn du mich so heute fragst, würde ich sagen, die Wand ist weg. Das, was ich vor einem Jahr noch als total perspektivarm und eher mit dem Fluchtgedanken verband, sodass ich sagte, ich muss da raus oder weg, das ist nicht so. Aber es braucht auch ein Dreivierteljahr. Also das ist noch nicht lange so, dass ich jetzt mich so fühle, dass ich wieder Lust habe, auch nach vorne zu gucken und Kraft auch habe. Ja, Rosa. Nicht die Bürste knabbern. Gib mir die wieder. Und bei mir stand immer die Trauer so im Vordergrund und dieses Enttäuschtsein. Und warum geht das nicht? Und warum konnten wir da nicht noch stärker dran arbeiten oder so? Und davon kann ich jetzt wiederum auch loslassen. Schön, ne? Und die Farben werden wieder heller, ja, und es ist wieder mehr Farbe da. Ja? So, vielleicht mehr Lebensfreude oder Kraft. Oder so. Endlich mal wieder sauber, wieder aussah. Wie würdest du sagen, für euch war das tatsächlich die richtige Lösung? Ich denke, ja. Ja. Leider ja. Seit ein paar Monaten singt Bettina in einem Kirchenchor. 5 Jahre spielt sie schon mit dem Gedanken, sich dort anzumelden. Doch erst nach der Trennung setzt sie den Plan in die Tat um. Jawohl. Sehr schön. Okay, das ist ganz gut für heute. Mhm. Gut, alles klar. Es wird gut. Sie machen sich gut, sie entwickeln sich gut. Ach, und sie helfen uns sehr. Das ist schön, das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Auch wenn es immer ganz schön herausfordernd ist. Also, aber es ist gut, super. Ich fühle mich nach der Trennung
ein bisschen mehr ich sozusagen. Also ich habe irgendwie mehr Ressourcen zur Verfügung für mich und ich bin auch irgendwie ein Stück weit klarer. Ich habe das Gefühl, also ich suche ja zumindest in meiner Beziehung keine, suche ich keine Zustimmung mehr. Und dadurch bin ich so ein bisschen unabhängiger von anderer Leute Zustimmung. Und dass ich mehr genieße, glaube ich. Also ich war, glaube ich, vorher tatsächlich, ich war einfach so angestrengt und auch ein Stück weit, ja, frustriert klingt immer so blöd, aber so, ich war so ein bisschen unglücklich. Und jetzt macht mich mein Leben ein bisschen glücklicher. Eigentlich wollen wir, aber guck mal jetzt. Die Eichen, Papa, die Eichen werden von Kuckuck. Unten nach oben her. Hallo. Hallo, Mami. Hallo, ihr Süßen. Hallo. Ich wollte euch mal abholen kommen. Ja, hallo, mein Schätzchen. Okay, pass auf, dann fahren wir mal. Die Freude ganz schön groß, die, ne? Ja, was ist denn hier los? Apropos Schienen, wir müssen ja eh noch das Bettzeug holen. Ja, das Bettzeug hole ich gleich. Noch irgendwas? Nö, wa? Jetzt kann ich. Ist ja nicht so ist weit. Ist ja nicht so weit, ne. Dass wir was vergessen haben. Tschüss, meine Süße. Ach nee, bleib mal neu, Gatzi. Nee, brauchst du keine Panik zu haben. Gar nicht schlimm. Tschüssi, Zwerge. Ciao. Greta und Rosa haben sich mittlerweile an die Aufteilung zwischen ihren Eltern gewöhnt. Bettina hat nun jeden Monat 10 freie Tage ganz für sich. Dadurch kann sie sich entspannter auf die Zeit mit ihren Töchtern einlassen, wenn sie zuständig ist. Na, cool, ja? So, ich muss noch in der Kette hinfahren. Es fühlt sich gut an, weil meine Eltern haben sich auch ganz viel gestritten. Und das ist jetzt viel weniger. Und dann machen Mama und ich auch einmal in der Woche was alleine. Und jetzt wollen wir auch bald mal... Mama versucht gerade zu organisieren, dass wir in die Berge fahren zusammen, eine Woche so. Und da freue ich mich auch ganz doll drauf. Dann gehen wir mal wandern und können uns auch einfach schön die Seele baumeln lassen. Es gab Sahne. Ein Dreivierteljahr ist seit der Trennung von Bettina und Falco vergangen. Zeit für eine Zwischenbilanz. Ich finde, es hat sich deutlich entspannt. Also mir hat zumindest irgendwie auch gut geholfen, dass wir neulich mal so festgestellt haben, dass wir uns einfach nichts Böses wollen gegenseitig. Also wir haben hier keinen Rosenkrieg, ne? Genau. Wir haben bestimmt unterschiedliche Nachempfindungen gehabt nach der ausgesprochenen Trennung. Und ich hatte schon das Gefühl, dass du da erstmal die Wut auch ganz stark gebucht hast. Die nicht ganz erklärt ist für mich, aber so eben immer präsent war und das haben wir, glaube ich, oft gelöst bekommen. Ja, dieses Gutwünschen war, glaube ich, von Anfang an eigentlich, also in meinem Streben sowieso. Also man kann schon sagen, so ist irgendwie so ein bisschen Frieden eingekehrt bei euch in der Familie, ne? Kann man. Ja.